Hallo, ihr lieben Leserinnen und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um das Gold der Liebe von Eckhard Schmidt, den zweiten Teil einer Reihe von Büchern, die sich mit einem und demselben Thema beschäftigen sollen, und zwar dem Idol quasi. Der erste Teil war der Fan, den ich auch gelesen und vorgestellt habe, und wo ich die Verfilmung davon sehr geliebt habe und auch immer noch liebe. Und bei Das Gold der Liebe ist es so, dass der Film einen anderen Namen bekommen hat. Das hatte mir freundlicherweise damals, als ich mir die VHS gekauft habe, der liebe Sascha, guter Kumpel von mir, mitgeteilt. Ich habe den jetzt aber nicht hier. Ich kann ihn euch jetzt gar nicht zeigen. Also ich habe den Film da, aber der ist nicht bei mir, weil ich persönlich habe keinen VHS-Spieler mehr. Deswegen liegt er bei meiner Mama. Und ich habe vergessen, den jetzt mit nach Hause zu nehmen, um ihn euch zu zeigen. Aber egal. Auf jeden Fall heißt die VHS Tanz auf dem Vulkan und nicht Das Gold der Liebe. So. Genau. Und jetzt, ich hatte den Film angeschaut, aber nicht komplett, weil er mir nicht zugesagt hat, wollte aber dennoch vielleicht dem Roman die Chance geben. Ich hatte Hoffnung, dass er mehr Handlung hat oder zumindest anders ist als der Film, weil das bei der Romanvorlage vom Fan eben auch so war. Beim Fan, da waren noch andere Szenen mit drin, andere Begebenheiten, die die Protagonistin hatte, die das Ganze ein bisschen abgerundet haben und die dann wirklich dazu beigetragen haben, dass beide Medien, Buch und Film, sehr eigenständig betrachtet werden konnten. So. Ja, deswegen habe ich dann, obwohl mir der Film nicht so zugesagt hatte, trotzdem das Buch bestellt und auf meinen Buchstapel gepackt, in der Hoffnung, dass es mir vielleicht besser gefallen würde als der Film und dass sich die Handlung mir dort mehr erschließen würde. In Das Gold der Liebe geht es um Patricia. Patricia wacht nachts auf und hat das Gefühl, sie wird gerufen von den Stimmen ihrer Idole Robert und Gabi. Sie begibt sich ins Nachtleben der Stadt, wo sie wohnt, und geht dorthin, wo die beiden einen Musikauftritt haben sollten in dieser Nacht. Sie hat aber keine Karten, sie hat auch kein Geld. Sie weiß nicht so richtig, wie sie zu ihren Idolen vordringen soll. Sie hat aber immer noch diese innere Stimme in sich, diese Stimmen von den beiden, die ihr sagen, sie muss unbedingt dabei sein und ihre Idole würden ihr Erleuchtung bringen oder irgendwas in der Art. Was dazu führt, dass Patricia einen eher illegalen Weg gehen möchte, um in das Konzert reinzukommen. Sie geht zu einer Hintertür, wo gerade eben eine Drogenübergabe stattgefunden hat. Lässt sich dort von der Stimme einer Frau locken, hinter die Location zu gehen, und dann wird sie auf jeden Fall Gabi und Robert treffen. Dort wird sie aber dann Zeugin eines Mordes und wird die ganze Nacht gejagt, einmal von ihren eigenen Dämonen, von den Stimmen ihrer Idole und auch von den Leuten, die für den Mord verantwortlich sind. So, das ist so grob das, worum es in dem Buch und auch in dem Film geht. Ich habe den Film, ehrlich gesagt, nicht komplett gesehen. Ich habe mir ungefähr 40 bis 45 Minuten davon angeguckt und es hatte mir wirklich gar nicht gefallen. Ich habe keine Handlung erkennen können. Ich konnte Patricia nicht irgendwie besser einschätzen. Es war mir nicht ersichtlich, warum dieser Film existiert und was da jetzt noch kommen könnte, dass es mir irgendwie versüßen würde, den Film zu Ende geschaut zu haben. Deswegen habe ich den Film tatsächlich damals einfach abgebrochen. Ich habe den dann nicht weiter geschaut.
Ich hatte gehofft, dass das Buch anders ist, wie ich gerade eben schon erwähnt habe. Im Endeffekt habe ich aber tatsächlich jetzt nichts gesehen, also ich habe den Film, wie gesagt, nicht zu Ende geschaut. Aber das, was ich bis zu dem Zeitpunkt gesehen hatte, ist auch das, was in dem Buch passiert. Das heißt, es gab keine großartigen Extra-Szenen, es war hauptsächlich eine Wiedergabe des Films, auch mit Bildern aus dem Film, die dann überall so mit reingesetzt wurden. Es steht auch irgendwo standen auch genau mit 68 Abbildungen aus dem gleichnamigen Film, der auf DVD aber nicht den gleichnamigen, nicht der gleichnamige Film ist, sondern eben Tanz auf dem Vulkan heißt. Am Ende des Buchs gibt es dann noch etwas Zusatzmaterial. Also abgesehen vom Roman haben wir dann noch einen E-Mail-Austausch von Eckhard Schmidt mit dem, nee, nicht die Kritik, das suche ich jetzt gerade nicht, suche das andere. Vom, wo steht denn das jetzt? Das FBW. Okay. Okay. Und wo steht er jetzt da? Also ist auf jeden Fall jemand, der hier ein Fördergremium. So, ein Fördergremium für Filme, wo Eckhard Schmidt nicht gefördert wurde, obwohl der Film sehr große Einspielergebnisse erhalten hat. Und er wollte natürlich gern, dass dieser Film, das Gold der Liebe, dann auch gefördert wird von diesem Gremium. Was aber letztendlich nicht der Fall war. Und da ist der E-Mail oder der E-Mail-Austausch nicht, sondern eher der Briefaustausch ist da mit drin, wo er versucht, sich zu verteidigen, warum er der Meinung ist, dass ihm dieses Fördergeld zustehen würde und dass er nicht versteht, warum das Gremium es abgelehnt hat. Ich persönlich kann verstehen, warum es abgelehnt wurde. Weil meiner Meinung nach der Film in eine völlig andere Richtung geht als der Fan. Auch wenn der Eckhard Schmidt das vielleicht nicht so sieht, aber als Außenstehender merkt man das sehr. Also es ist meiner Meinung nach ein völlig anderes Genre als der Fan. Also ich weiß nicht so richtig. Es gibt immer mal so Sachen. Ich weiß nicht, ob es dann nur mir so geht. Es kann auch so sein. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass manche künstlerische Werke zu sehr versuchen, künstlerisch zu sein und dabei etwas ins Absurde abdriften, sodass Otto Normalverbraucher das nicht mehr nachvollziehen kann. Vielleicht ist es auch so gewollt, dass es eben nicht jeder nachvollziehen kann, was aber dann natürlich das Publikum limitiert oder die Menschen limitiert, die verstehen, was mit der Kunst gemeint ist. Das kann positiv sein. Aber ist vielleicht fürs Gremium jetzt nicht so mega. Ja, also dass das Gremium den Film hier nicht finanzieren wollte, ganz ehrlich, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn das hier das ist, was er hingeschickt hat, oder sowas ähnliches, Drehbuch in der Art, kann ich verstehen, dass er die Fördermittel nicht gekriegt hat. Weil es ist, ich weiß nicht, es ist halt, es ist, es hat der Film, oder das Buch. Beides hat irgendwie so wenig Substanz, so wenig, woran man sich irgendwie festhalten kann, so wenig Nachvollziehbares. Die Charaktere stechen absolut nicht heraus. Patricia, tut mir leid, Patricia war keine Desiree Nosbusch, die uns da irgendwie durchgeleitet hat durch die Handlung, sondern ich fand Desiree sehr langweilig. Sie ist mir absolut fremd geblieben. Wir erfahren so gut wie überhaupt nichts über sie. Außer, dass sie eben zu ihren Idolen gehen möchte. So. Und ansonsten, es ist einfach nur eine wilde Fahrt durch die Nacht an verschiedene Plätze, wo dann Szenen passieren, die meiner Meinung nach, tut mir leid, absolut nicht nachvollziehbar waren, die mein Leben absolut nicht bereichert haben, und wo ich einfach nur froh war, als ich das Buch zu Ende gelesen hatte. Es hat ja nicht besonders viel Text. Weil das sind ja hauptsächlich diese Bilder noch mit dazwischen. Also es ist nicht allzu viel Text, der Roman ist nicht allzu lang, das heißt, man kommt auch gut durch. Aber die Frage ist halt, möchte man das?
Mir hat das Buch wirklich überhaupt nichts gegeben. Also noch weniger als, naja, nee, nicht noch weniger als der Film. Weil das Buch habe ich wenigstens zu Ende gelesen. Aber ich weiß nicht. Ich habe gesehen, dass eigentlich noch ein dritter Teil geplant war. Inwieweit das jetzt umgesetzt wurde, habe ich mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr informiert. Weil mir mein Gefühl sagt, dass das wahrscheinlich dann auch wieder eher in die Richtung von dem hier geht. Und damit will ich mir meine Zeit ehrlich gesagt nicht verschwenden. Ich fand es wirklich sehr schade, muss ich sagen. Ich fand, der Fan war so stark und so aussagekräftig und so nachvollziehbar und so mitreißend und packend in seiner Story, in den Motiven, die im Film vorkamen und mit einer absolut empathischen Hauptdarstellerin. Das weiß ich nicht. Vielleicht waren es einfach dann auch, ist das auch eine zu hohe Erwartungshaltung nach dem Fan, die Eckert Schmidt meiner Meinung nach nicht aufrechterhalten konnte für diesen zweiten Teil und dann höchstwahrscheinlich auch nicht für den dritten Teil. Ja, also meiner Meinung nach, also das Buch, kann ich das Buch empfehlen? Nicht wirklich. Ich denke, das Buch ist eher was für Fans des Films. Fans des Films, da kommt noch Eis hinten dran. Und weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob irgendjemanden der Film gefallen hat. Ich weiß es nicht. Es hat halt irgendwie auch so gut wie niemand gesehen, glaube ich. Also zumindest ist es heutzutage jetzt nicht mehr so sehr nachvollziehbar, wie viele Leute diesen Film gesehen haben. Ich glaube nicht, dass er vom internationalen Publikum so gut aufgenommen wurde wie der Fan. Und ich kann es absolut nachvollziehen. Also, für mich war die Idee sehr interessant, aber die Umsetzung für den zweiten Teil absolut katastrophal. Und es tut mir leid, dass ich das so sehe. Es hat mir auch selber tatsächlich wehgetan, dass ich das so sehe, denn ich hatte eine sehr große Erwartungshaltung nach dem Fan und wurde da leider sehr enttäuscht. So. Genau. Ansonsten, ja, das Cover ist jetzt nicht besonders hübsch. Es sieht so ähnlich aus wie das vom Fan, nur das vom Fan war mit schwarz-weißem Hintergrund und das hier ist eben mit Blau und Koralle oder so. Es ist nicht ganz, geht nicht ganz so auf die Augen wie beim Fan, das Cover. Das hier soll Patricia sein. Ich finde dieses Foto absolut nicht gut gewählt. Ich finde, Patricia sieht hier aus, als wäre sie 38. Ich weiß auch nicht wieso, aber sie sieht ja nicht aus, als wäre sie jugendlich. Das meine ich damit. Auf allen anderen Bildern im Buch sieht sie wesentlich jünger aus, als sie in dem Moment ist. Hier zum Beispiel. Also da sieht sie nicht so alt aus wie auf dem Coverfoto. Das ist das, was ich meine. Also auch da nicht unbedingt gut gewählt. So. Okay. Meine Ausgabe ist aus dem Verlag Knauer, wo eben auch der Fan rauskam. Ich habe gesehen, hier hinten steht drin, das Filmbuch vom Fan heißt Fan-Fan. Keine Ahnung. Mein Filmbuch hieß Der Fan. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Und die Romanvorlage hat quasi 125 Seiten und da hinten dran kommt. Nee, kann ja gar nicht sein, ne? Nee, 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 nee. Ich entschuldige mich, das ist so nicht richtig. Da kommt nämlich vorher noch der Austausch. Ah ja, ich habe mir hier extra Klebezettel reingemacht, aber der ist so weit runtergerutscht, dass ich es nicht gesehen habe. Entschuldigung, die Romanvorlage hat insgesamt 86 Seiten. Dabei ist aber so ungefähr noch die Hälfte davon eher Bilder als Text. So. Ja, und hinten drauf haben wir dann noch Notizen zu Das Gold der Liebe, wo dann noch was zum Fan steht und eben die Entstehung und die Personen, die dort mitgespielt haben und solche Sachen. Ja, war jetzt nicht so mega, finde ich sehr schade, kann jetzt aber auch nicht ändern. Damit haben wir quasi Eckhard Schmidt abgeschlossen für mein Leben, glaube ich. Ich werde weiterhin ein Fan vom Fan bleiben. Aber ich glaube, das war es dann auch. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.